Kapitel 1. Düstere Tage. Unterschlupf Teheran, Iran, Januar 1980. If you're listening to this, then it means you received my package. Unfortunately, this will be my last drop, as I've been forced into hiding. With the U.S. hostage situation, it's become unsafe to get anything out of Iran. You must get these to the press immediately. Many people's lives depend on it, including my own. If anything should happen to me, you must trust Bibi. I'm worried that our darkest days are still ahead of us. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt Revolution 1979 Black Friday. Ja, und es geht sofort los. Wir sind jetzt schon in der Rolle von RZA, scheinen uns versteckt zu halten in einem gewissen Unterschlupf in Teheran und sind dabei, Fotos zu entwickeln und haben eine Nachricht für jemanden hinterlassen, für jemand Bestimmtes. Ich weiß nur noch nicht, wer diese bestimmte Person ist. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, Fotos, die wir wahrscheinlich im Geheimen geschossen haben, ja, hier zu entwickeln. Und dafür müssen wir diese Kontaktabzüge in die Ablage hineinlegen, in diese Lösung. Und sie hier hineindrücken, bis sie entwickelt worden sind. Gedrückt halten. Und da sind sie, unsere geschossenen Fotos. Also alles Beweise, Dokumente des Aufstandes. Ja, hier besonders gewaltvoll. RZA muss dafür sein eigenes Leben irgendwie eingesetzt haben, auf jeden Fall in Gefahr gebracht haben. Gut, ja, was nehmen wir denn? Also das steht für, glaube ich, ja, eine gewaltsame Revolution. Nehmen wir die Massenproteste. Ich glaube, das ist wirksam. Ja, damit die Welt sieht, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind, um für Veränderungen zu kämpfen. Do you remember what I said when I first joined the revolution? Ja, hier sieht ihr, hier haben wir wieder ein gewisses Multiple-Choice-Verfahren, um Antworten zu geben. Jetzt haben wir Zeit, aber ich habe mir also sagen lassen, dass ja, Revolution nur ein gewisses Zeitfenster hat, damit der Spieler, glaube ich, rein intuitiv antworten wird. Also man kennt es ja von den Telltale-Spielen, das ist genauso, dass in gewissen Sequenzen die Zeit abläuft, aber bei Telltale, habe ich mir sagen lassen, hat man weitaus mehr Zeit. Gut, und ich hoffe, ich kriege das hin, also auch bei diesen Quicktime-Events. Ich bin jetzt gerade nicht so der größte Quicktime-fähigste Spieler. Also, ich hoffe, ich werde nicht allzu oft versagen. Ja, und ich denke, wenn ich mir die Antworten so angucke, der Zweck heiligt die Mittel, ja, manchmal schon. Freiheit oder Tod, das hat schon so ein bisschen radikale Züge. Und das Opfer ist es nicht wert. Also was wert? Sich selbst dafür zu opfern oder das Ganze, was wir bisher vollbracht haben. Ja, wir sind ein friedlicher Mensch. RZA, genau, steht für den Frieden ein. Als Journalist sowieso. The only way to defeat this violent regime is through peaceful protest. They found us! Bibi, what's going on? Quick, grab the plans, we need to go now! Okay, okay, where is it? Okay, na geht es schon los. Oh Gott. Ja, und die Zeit läuft ab. Ja, darf ich anfangen? Gut. RZA, what are you doing? Ja, Khomeini trifft ein. Ich glaube, das sieht nicht nach Geheimplänen aus. Hier vielleicht. Was sind das? Gestohlene Regierungsdokumente. Die wären auch wichtig. Aber die will er nicht. Hier. Geheimpläne. Oh, Gott sei Dank. Okay, I got it. Ah, das war knapp. You know what to do, RZA, John. Okay, okay. Oh nein, müssen wir jetzt das Feld hier immer anklicken? Oh nein. Ich beeil mich. Ah. Schon wieder aufregend.
rather not even remember. That day I wake up early and I went to Charlie Square. The split in the revolution is already open and threatens to become wider and more dangerous. Basically, we believe in the same principles, in the same ideals. Violence in Iran has escalated sharply in recent months. The main targets have been cinemas, nightclubs, fashionable restaurants. Kapitel 2. Einer von uns. Evin Gefängnis, Iran. 3. April 1980. You are a very lucky man, Master Shirazi. In my former life, I wouldn't have let you live. Drink. You must be thirsty. Reza, your chai is getting cold. Okay, das ist eigentlich nicht der Typ, von dem ich Tee annehmen würde. Aber wir scheinen auch durstig zu sein. Wir haben wahrscheinlich schon lange keine Flüssigkeit mehr gesehen. Und naja, wir wollen auch nicht wirklich ablehnend ihm gegenüber sein. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Good. Er wird das nicht vergessen. Also war das eine gute Entscheidung? This could be a very unpleasant place. Because here at Evin, we are correcting paths. Korrigieren? Correcting paths? Is that what you call this? You will learn not to disrespect me. You were one of us. We fought side by side to overthrow the Shah. That Western puppet. What changed? Genau, nicht wie du. I was never one of you. When did you lose your faith? Instead of helping the new regime, you masterminded horrendous acts of violence against us. Are you ready for your redemption? I can save you, Reza. I don't need your redemption. At this point, redemption is the only thing that can save you. Ich weiß nicht so recht. Open it. Go on, open it. Or are you afraid to confront your past? Was befindet sich darin? Ich bin einfach zu neugierig. Wir werfen es nicht herunter. Ich will es wissen. Your photos rallied our nation to rebel against the Shah. But now, they are being used to identify those who plot against our new Islamic government. Good offering. Show me an act of good faith, and I will be fair. Da bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Gott. Reza Shirazi, you're charged with treason and conspiring to carry out a series of attacks against the Islamic Republic of Iran. How do you plead? Ja, wir wurden zu Unrecht beschuldigt. Not guilty. Do you know what we do to traitors here in Evin prison? Ja, das ist richtig. Wiedergutmachung. Redeem them. Yes, that's what I do. God willing, inshallah. I know so much about you, Reza Jan. I know that you are coming from a very well-connected family who are loyal to the Shah. And I know about your Savak brother Hussein. Leave my brother out of this.
I know that upon your return from Germany, you joined our fight against the Shah, despite your family's wishes. But what do you know about me? Do you know who I am? Nein, wer bist du? Ja, der Teufel. You're the devil. I see. My name is Asadullah Lajavardi. But you already knew that, didn't you? Now, what is my name? Ich weiß nicht, egal. Oh, ich will eigentlich nicht so kooperativ sein. Oh, ich wusste es. Der Typ ist ein Sadist. Why can't you show me the decency of remembering my name? My name is Asadullah Lajavardi. But here in Evin, they call me Hajar. Now, what is my name? Du bist ein Sadist. Let's just get this over with. What is my name? That's all you got? Speak up! Oh Gott, ich glaube, das reicht, oder? Nein, nochmal. This is your last chance, Reza. Verdammt. Halt! Haj Aga! Haj Aga. See? That wasn't so difficult. Get up. Get up! Sit! Wie sind wir da hineingeraten? Oh Gott, was ist das? Ein Schlagstock? Reza, the three men arrested with you have been executed. They confessed. Das glaube ich nicht. They told us everything. Ja, unter Folter. We found your plans to bomb the Revolutionary Guards headquarters. I don't know of any plans. Look, I'm just a photographer. Do you know what this is? Of course you don't. A city boy like you has never had the use for a cattle prod. Until now. It takes about 400 milliamps to stop a human heart. Oh nein. We don't want that. Not yet, anyway. But 25 milliamps? That burns you from the inside. Elektroschocker. It could damage an organ if I'm not careful. Und der wird es genießen. Glaub mir, der würde das genießen. But you have been such a good guest. This might not be necessary. In a clear voice for the machine, give us all the information about your collaborators and the details of your next target. Let's start with your friend, Babak Azad. Who is he? Where can we find him? Is he the one who recruited you? Was he the mastermind behind the attacks in March? Babak. Babak. Kapitel 3. Disco natürlich. Here you are, Babak John. Merci. Till tomorrow. Eh? Reza, what are you doing? Chikar mikoni. I know I'm good looking, but save your film for something important.
Every image has a story, Babakjan. And today, right now, every picture counts. But I have plans for this picture back in Germany. Oh, yeah? That's nice of you, Reza John. Oh, not for me, it's for Hannah. Hannah Kier. Oh, you're gonna like her. She's got a thing for Iranian. Oh, yeah, Vohan? Yeah, man. I've told her about you and your legendary disco moves. John Travolta, Bobo has nothing on me. Nice. Here. Inchir, what's this? Listen to it, Reza. Gushkon Behesh. It's Khomeini's latest speech, and it just came from France. A new Iran is coming, Reza John, and I'm here to help spread the word. Oh, yeah? How did you get your hands on it? Oh, Baba, you've been away too long. You forget. I have my ways. Babak, what are you so worried about? They have eyes everywhere. And these cassettes have become the voice of the revolution and therefore a threat to the regime. Now take it, Baba. Yeah. You know you want to. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, okay, aber wir nehmen sie. I'll take it. Trust me. You're not gonna regret it. You think what's on this could really make a difference. Come on, Reza. Let's change Iran. It's not my kind of propaganda, Babak. What you call propaganda, Reza, is my truth. It's just words, Babak. Maybe to you, it's just words. But to me, it's words that have never been spoken out loud before. The time is now, Reza John. Toino mi fami, you know this. That's why you're here. Bush, okay. I'll give it a listen. Fami, that's all I ask, okay? But keep it hidden. And whatever you do, do not listen to it at home. I don't even want to imagine what your mother would do. You're still scared of my mother, huh? And you're not? Good point. Okay, Baba, Bia, let's get a better view. Bibi wants you to capture how big this is becoming. Who's Bibi? You're gonna like her. This is all because of her. See why I told you to save your film? This is incredible. This is the future of Iran. This is our future. Start taking pictures. Wow. Gut, jetzt sind wir wieder mitten im Spiel und... Hey, can you read what that says, Reza? Yeah. Some people call them martyrs, but to me they were victims. Okay, und wir können Fotos schießen. Ah. Wo ist denn meine Maus? Warum klappt das denn nicht? I never thought I'd see the day the Shah statue would be trashed. Oh, jetzt, Gott sei Dank. Habe ich irgendwas bewirkt? Ah. Okay. Oh, ich muss mich noch so ein bisschen dran gewöhnen, ja, an diese Steuerung. Märtyrertum. Als Märtyrer zu sterben war eine mutige Handlung. Und ein häufiges Thema auf den Bannern der Revolution. Ich glaube, das sieht Baba auch so. Azadi, ja, Baba Azadi ist ein kurdischer Name. So viel darf ich euch verraten. Azadi steht für Freiheit. Das weiß ich. Ist es von den Entwicklern gewollt? Ist es Absicht? Wahrscheinlich, oder? Mehr erfahren, okay. Märtyrertum. Ah, hier werden immer Vergleiche gezogen. Also dies ist ein echtes Foto, ne, aus der damaligen Zeit. Demonstranten hielten Porträts von Märtyrern, manche davon Frauen, und preisten deren Opfer mit »Lang leben die Märtyrer der islamischen Revolution«. Das Märtyrertum hat in vielen Kulturen und Religionen eine große Bedeutung. Muslime haben Respekt vor Imam Hussein, wie auch die Christen den heiligen Stephan verehren. Beide starben für ihre Sache. Der Wert religiöser Selbstopfer, kombiniert mit der Unmöglichkeit einer Verteidigung gegen die hochgerüstete Armee des Schahs, machte das Märtyrertum zu einem üblichen Thema auf den Bannern der Revolution. Können wir uns noch ein bisschen weiter hier umgucken? Aha, der Schah und der Ayatollah. Der Iran erlebte zwei monumentale Wendungen im Zeitraum von nur 2 Wochen. Am 16. Januar 1979 verließ der Schah den Iran für einen unbegrenzten Urlaub und am 1. Februar 1979 landete Ayatollah Khomeini nach jahrelangem Exil in Teheran. Selbst die Presse unterschätzte die entscheidende Bedeutung dieser Ereignisse. Die Überschriften Schah Raft und Imam Ahmad mit der Bedeutung »Der König ist weg und der Imam ist eingetroffen« wurden in den Städten des Iran als Kernstück der Feierlichkeiten herumgetragen. Die Menschen trugen Zeitungen wie Kronen auf ihren Köpfen, befestigten sie an ihre Auto und Schaufenster und übernahmen diese Überschriften als ihren neuen revolutionären Ruf. Willkommen in Evin. Da waren wir gerade mit, wie hieß er nochmal? Habe ich vergessen, diesem Sadistenkönig. Das Regime hatte ein übergeordnetes Ziel von dem Augenblick unserer Verhaftung an.
Es wollte, dass wir unseren Glauben ablegen und zeigen, dass seine Peitschenhiebe stärker als unsere Ideale waren, einstiger Insasse. Ja, und ich hoffe, dass wir nicht alles unter Folter gestehen werden. Das immer noch verwendete Evin-Gefängnis wurde 1972 unter dem Schah Mohammed Reza Pahlavi gebaut. Das Gefängnis liegt am Fuß der Alborzberge in einem Viertel desselbigen Namens. In Evin sind vor allem politische Gefangene und Staatsfeinde. Es ist bekannt für seine ungewöhnlich harten Bedingungen und seine geheimen und brutalen Foltermethoden, ja, dem wir jetzt auch ausgesetzt sind. Unter der Leitung von Assadollah Lajavadi, war das richtig? War es aufgrund der Massenverhaftung überfüllt. Zellen, die für 15 Insassen konzipiert waren, waren damals mit 75 Häftlingen belegt. Oh, um Gottes Willen. Insgesamt waren in Evin 15.000 Gefangene inhaftiert. Ach, ist das schrecklich. Ja, das ist dann halt immer, wenn so eine Revolution so eine schlimme Wendung, ne, einnimmt. Tee ist ein wichtiger Bestandteil der iranischen Kultur. Beim Teetrinken treffen sich Freunde und Familie, diskutieren über Politik und erholen sich einfach nur. Traditionell wird beim iranischen Tee ein Stück Quant, also ein Würfelzucker, zwischen die Schneidezähne genommen, um ihn als süßenden Filter beim Nippen an der Tasse zu verwenden. Die Iraner haben auch eine bestimmte Etikette beim Teetrinken. Es wäre äußerst unhöflich, einem Gast keinen Tee anzubieten. Und es wäre ähnlich unhöflich, einen angebotenen Tee abzulehnen. Okay, dann haben wir ja scheinbar schon mal alles richtig gemacht, indem wir diesen Tee getrunken haben. Also in dem Gefängnis. Ist ja noch was? Regimewechsel. Okay, das ist jetzt viel. Nach dem von der CIA organisierten Staatsstreich, der den Schah an die Macht brachte, halfen die USA beim Aufbau einer Geheimpolizei, die unter der Bezeichnung SAVAK bekannt wurde. Mitarbeiter der CIA wurden in den Iran geschickt, um die nächste Generation in Verhör-, Überwachungs- und Foltertechniken auszubilden. Um alle Kritiker des Regimes der Schah auszuschalten, verübte der SAVAK unzählige Grausamkeiten gegen Leute, die der Opposition ihre Stimme gaben. Als der Schah 1979 gestürzt wurde, flohen die gefürchteten Mitglieder des SAVAK aus dem Iran oder wurden exekutiert. Man vermutet, dass eine kleine Gruppe von Mitgliedern des SAVAK den Regimewechsel überdauerten, um die neuen Gefängniswärter in Evin auszubilden. Andere neue Mitarbeiter im Gefängnis waren selbst Opfer von SAVAK. Berichten zufolge wandten die Wachen in Evin dieselbe Gewalt an, wie sie unter dem vorangegangenen Regime vorherrschte. Ein Selbstläufer? Und da haben wir ihn, der Schlechter von Evin, der Sadistenkönig. Basierend auf der realen Person, Assadollah Lajavadi war selbst einmal Gefangener des Schah-Regimes und Mitglied einer Gruppe islamischer Fundamentalisten namens Fedajian-e-Islam. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. In den frühen 1980ern war er dann Gefängnisdirektor von Evin. Über 7.900 politische Gefangene wurden in den 4 Jahren seiner Tätigkeit gefoltert und exekutiert. Für 2.500 davon war er selbst verantwortlich. Oh, herrje. Lajavadi war stolz auf seine Behandlung der Gefangenen. Er brachte seine Familie auf das Gelände von Evin und nannte das Gefängnis eine umfunktionierende Universität oder eine ideologische Schule, in der die Gefangenen den Islam studieren und aus ihren Fehlern lernen konnten. Nach Beschwerden anderer islamischer Offizieller über seine ungewöhnlich harten und exzessiven Foltermethoden wurde er schließlich seines Postens enthoben. Ist auch besser so. I have repeatedly said that neither my desire nor my age nor my position allows me to govern. I don't want to have the power or the government in my hand. I am not interested in personal power. It is the Iranian people who have selected their own capable and trustworthy individuals and give them the responsibilities. However, personally, I can't accept any special role or responsibility. After the Shah's departure from Iran, I will not become a president nor accept any other leadership role. Just like before, I limit my activities only to guiding and directing the people. Und das war eine Lüge. Gut, sind wir im Spiel zurück. Okay, also wir müssen jetzt weiter hier, glaube ich, Fotos schießen.
I've never seen anything like this. There has to be at least 100,000 people on the streets. Okay, und zack. Ah. Die große Hoffnung auf Veränderung erregte Leute mit allen möglichen Hintergründen, sich der Revolution anzuschließen. Anfang September 1978 marschierte über eine 500,000 Demonstranten durch Teheran. Ja, ist wirklich beeindruckend. Also diese Massen. Okay, da sagt es auch hier unser Buch. Die beeindruckende Leidenschaft der Massenproteste in Teheran brachte diejenigen mit verschiedenen ideologischen, politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Ansichten gegen einen gemeinsamen Feind zusammen. Gegen den herrschenden Schah. Im frühen September 1978 war eine geschätzte 500,000 Demonstranten auf den Straßen. Journalisten berichteten, dass sie mindestens 4 Meilen in jede Richtung des Hauptplatzes nur Menschen sehen konnten. Zwischen 6 und 9 Millionen Demonstranten marschierten in ganz Iran während einer 2-tägigen Demonstration. Im Dezember 1978. Ach, das ist echt der Wahnsinn. Der Anteil der Demonstranten an der Gesamtbevölkerung betrug 10% und setzte Maßstäbe als größte Beteiligung einer Bevölkerung an revolutionären Protesten. Looks like Khomeini, right? It's Shariat Madur, Grand Ayatollah. RZA wird deiner Funktion als Fotograf gerecht. Ayatollah. Oh Gott, Shariat. Naja, Ayatollah war ein religiöser Anführer mit ausgesprochenen progressiven Ansichten. Okay, das ist nicht Khomeini. Ich kann den Namen nur nicht aussprechen. Er war ein prominenter iranischer Kleriker, der fortschrittliche religiöse Ansichten vertrat. Er predigte vom demokratischen Willen des Volkes und bezeichnete frühere Wahlergebnisse als gefälscht. Er glaubte, dass keinem Volk eine Regierung aufgezwungen werden könne, selbst wenn sie gute Absichten habe. Geht's hier noch weiter? Also immer, ja, wenn unsere Linse hier irgendwie grün wird, unser Fadenkreuz. Ah, hier, genau, dann können wir ein Foto schießen. Die Statue des Königs. Die Revolution fegte Irans 2500 Jahre alter Monarchie hinweg und formte einen neuen Weg in der Geschichte des Landes. Die Dynastie Pahlavi regierte mit Mohammed Reza Shah und dessen Vater Reza Shah über 50 Jahre lang. Ihre Herrschaft war nur von kurzer Dauer in der über 2500 Jahre alten Herrschaftsgeschichte des Iran. Das Ende der iranischen Monarchie markierte einen gewaltigen Einschnitt im Leben der Menschen und der Politik des Landes. Ich glaube, jetzt sollten wir alles haben, oder? Noch mehr? Okay, Massengebete. Öffentliche Gebete der Massen waren die Sit-ins der iranischen Revolution. Ayatollah Shariat Madari drängte seinen Anhänger in seinen Lehren dazu, Gewalt zu vermeiden. Von Anfang an habe ich die Menschen gebeten, ihre Gedanken auszusprechen, aber mit Ruhe und Würde, nicht auf eine provokative Art. Neben Streiks und Boykotten war das öffentliche Gebet einer der vielen Formen der Nicht-Kooperation mit dem Regime. Hey, good luck trying to buy anything from the bazaar. All the shopkeepers have gone on strike too. Okay, das ist auch interessant. Geschlossen. Als der Schah das Kriegsrecht ausrief, streikten nachgewiesenermaßen 30.000 Ölarbeiter und verursachten dadurch eine lebende Kettenreaktion. Das ist ja schon fast ein Kollaps bei 30.000 Ölarbeiter. Wachsende Unruhen in der Arbeiterklasse brachten die Städte zum Stillstand. Als der Schah das Kriegsrecht ausrief, streikten über 30.000 Ölarbeiter. Der Streik verursachte eine Kettenreaktion, als Angestellte von Schulen, Fabriken, Banken und anderen Regierungsinstitutionen dem Beispiel folgten. Diese Widerstandshandlungen spielten eine wichtige Rolle für den Kollaps des Schah-Regimes. Ja, das glaube ich gern. People are saying that he should lead Iran. Yeah, I think I did. He's a cleric who understands the hearts of the oppressed. No religious mullah is going to lead this country. Fahmidi, understand? That's over.
Why not? Are we not a nation of Muslims, brother? Brother? Barudar? We are a nation of equality greater than Western capitalism or your paganism. Mifamidi, understand? No Mullah will run this government. Mifami Chimigam? Hey, comrade. Lighten up. Chufti, you better back away before I come over. Okay? We don't do this, all right? All of this is about non-violence. We don't want to give the army any reason to intervene. I don't trust this punk with his camera. Keep walking. That's right. Says your last Bikesh. He's communist. Always posturing, never thinking about the bigger picture. Come on. Man, Bobek, what happened to you back there? Look, just because I didn't kick his ass doesn't mean I didn't want to. Did you see his hair? You guys share the same barber? Comrade, that's all you got? Come on, let's hit the streets. Kapitel 4. Nicht der Iran, den du verlassen hast. This is not the Iran you left a year ago. The people are angry, especially after Sabak burned down the Cinema Rex. Cinema Rex? Are you talking about the fire? Don't tell me you haven't heard of Cinema Rex. Over 400 people died in that fire. And now, it's time for answers. You think it can get out of control? Look, it could get ugly, but we won't achieve anything through violence. Die Armee wird uns vernichten. How are the people gonna take on an army? Look, Rezojan, you have to believe in the power of people, okay? Good will triumph. Now come on, it's time to discover what this revolution's all about. Also wir sind jetzt mittendrin. Ja, ich glaube, wir sind anfangs noch ein wenig unsicher, aber boah, die Zeit, also das Zeitfenster ist wirklich sehr, sehr gering. Gut, ich muss kurz überlegen. Ja, wie gesagt, sagt mir bitte, soll ich euch diese ganzen Informationen vorlesen? Also ich finde das eigentlich richtig interessant gemacht. Es hat jetzt vielleicht ein bisschen Überhand genommen, aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen reduzierter stattfinden. Gebt mir eure Meinung preis, was ihr darüber denkt. Vorlesen oder einfach nur kurz präsentieren. Ja, und ich denke, ich beende jetzt diese Folge, bevor ich mich mit Babak in die Menge hier stürze und noch einiges erfahren werde über die ersten Aufstände. Und ich bin gespannt, wohin uns der Weg dann noch führen wird, warum wir letztendlich in diesem ewigen Gefängnis gelandet sind, unter den Augen des Schlechters. Vielleicht hat das Spiel ja euch auch schon einen interessanten Einblick verschaffen können. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann, eure Jane.